Ja, gut, wir wollen immer noch die Informationen holen über die Vermissten. Also gehen wir mal weiter. Und das sieht ziemlich gefährlich aus. Ist das hier eine Straßenbaustelle? Kann man drumherum gehen? Nö, kann man nicht. Kann man absolut nicht. Was ist das hier, ein Telefon? Nee, oder? Doch, eine Toilette für Bauarbeiter. Ach so, die Straße wird gerade bebaut. Na, das macht ja so ein ganz bisschen Sinn. Es ist nur nervig, wenn hier solche Kleinteile auf dem Boden wie dieser Fleck da links und uns einfach den Weg versperren. Na gut. In Silent Hill gab es auch kaputte Straßen, die irgendwo in einen tiefen Abgrund führten. Von daher, was beschwere ich mich gerade? Nur Werbung. Na gut, was ist denn hier drin? Verschlossen ist hier drin. Na gut. Wo geht's denn weiter? Wir suchen ja immer noch diese Häuser. Sind das hier diese Häuser vielleicht? Nicht das Haus, das ich suche. Also ganz ehrlich, wenn wir nach einem bestimmten Haus in einer bestimmten Straße suchen, wie wäre es, wenn wir hier einfach mal Straßenschilder anbringen? Ich meine, das wäre ein Teil so groß wie die Straßenlaterne da, der hier stehen würde. Und dann könnte ich mich daran orientieren. Würde ein bisschen die Spielatmosphäre erhöhen, finde ich einfach nur. Eine Statue des Stadtgründers Jeremy Huxley. Netter Name, muss ich sagen. Hier haben wir ein Café, das leider zu ist, ja, um die Uhrzeit wahrscheinlich, einen Briefkasten, vielleicht das Haus hier links. Hier muss ich nicht hin, nö, auch nicht. Vielleicht weiter nach oben? Nein, die führt aus dem Wohngebiet raus. Ach, such. Such und find bitte langsam mal. Das hier vielleicht? Seaside Street 5, hier bin ich richtig, sehr gut. Klingeln wir mal. Man traut uns erstmal nicht. Guten Tag, mein Name ist Dave Sherlington. Ich bin ich erwünscht dir. Jo. Punkt. Hey, der kann Luca-Sprache. Haha, geil. Ich denke nicht, dass sie aufmachen werden. Okay. Das hier ist nur Seaside 6. Von daher werden wir hier nichts brauchen. Was mit dem Auto? Irgendwas Besonderes? Ne, gut, dann hier ist Seaside 7 wahrscheinlich. Na? Oh, hier macht man uns auf. Guten Tag. Guten Tag. Ach, alte Frau, Entschuldigung. Guten Tag. Mein Name ist Dave Sherlington. Ich arbeite für den Eastern Herald und schreibe gerade einen Artikel über ihre Stadt. Um genau zu sein, über die Vermissten. Punkt. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich ein paar Fragen über Ihre Tochter stelle? Nein, kommen Sie nur herein. Okido. Ja los, geh schon. Der lässt sich ein bisschen Zeit. Und ich sitze im Wohnzimmer. Und Sie offenbar da unten drunter, ich konnte es nur gerade nicht sehen. Es ist jetzt einen Monat her, seit meine Tochter verschwunden ist. Oh. Ihre Tochter hat als Krankenschwester gearbeitet, oder? Ja, im Calm Falls Hospital. Ist sie auf dem Weg zur Arbeit verschwunden oder auf dem Rückweg? Weder noch. Sie ist nur kurz in den Garten gegangen. Als ich dann nach ihr geschaut habe, war niemand mehr da. Gab es denn irgendwelche Spuren? Ich meine... Nein, die Polizei geht nicht davon aus, dass sie entführt wurde. Hätte sie denn einen Grund gehabt, wegzulaufen? Ich denke nicht. Christine? Ja, wahrscheinlich Christine. Ist eine lebenslustige junge Frau. Ihr Beruf hat sie erfüllt. Es gibt keinen Grund, warum sie weglaufen sollte. Okay. Danke, dass Sie sich für mich die Zeit genommen haben. Ich möchte Sie auch nicht weiter stören. Nur eine Sache noch. Darf ich mir den Garten ansehen? Ich möchte ein Foto für meinen Bericht machen. Natürlich. Sie müssen durch die rechte Tür gehen und dann weiter geradeaus. Hinweis. Sachen werden im Spiel nicht automatisch benutzt, sondern müssen im Inventar manuell ausgewählt werden. Okay, danke für den Hinweis. Das ist sehr gut, dass mir das Spiel das sagt. Das werde ich auch direkt mal speichern. Das klingt nach einem guten Ort zum Speichern. Hey. Geradeaus weiter. Oh, das ist ein schöner Garten. Was haben wir denn hier? Ein paar Blumenpöttchen, ein Windspiel. Oh, ich kann zum Windspiel nicht hin, da ist blockiert hier auf der linken Seite, wie doof. Ein Grill.
Ein ziemlich alter und hier rechts eine Mülltonne, nichts Besonderes. Und die Tür hier? Verschlossen, natürlich. Na, wenn hier irgendwo jetzt Leichenteile rumliegen würden, ich meine, die ist einen Monat weg und die Polizei hat untersucht. Das heißt, selbst wenn die irgendwo eine Mülltonne reingeschmissen worden wäre von irgendeinem verrückten Mörder, hätte die Polizei es gefunden. Also ich erwarte jetzt nicht hier, dass ich irgendwie direkt was entdecke. Dann knips mal, mein Freund. Klick. Mehr kann ich hier nicht tun. Ich gehe erstmal zum Hotel zurück und fange mit dem Artikel an. Sehr gut. Oh, er sitzt vor seinem Laptop. Ich habe das Foto auf meinen Laptop übertragen. Wie könnte ich es am besten einbauen? Mal sehen. Ach du Jemen, darf ich jetzt wirklich hier... Oder macht das Spiel das für mich? Was kommt denn da jetzt? Hä? Oh, okay. Was? Das habe ich doch nicht aufgenommen. Haben sich da zwei Bilder überlagert? Da scheint eine Tür neben der Tür zu sein. Nein, ich habe erst ein Foto gemacht. Aber was ist es das dann? Es sieht aus wie ein endloser Tunnel. Rot, wohlgemerkt. Okay. Ich muss nochmal zu diesem Schuppen. Vielleicht entdecke ich da was. Nein, das ist absurd. Okay. Interessant. Trotzdem, es lässt mir sonst keine Ruhe mehr. Je eher ich mich vergewissert habe, desto besser. Ja, alles normal, bis auf diese große, rote Todesspinne da auf der Mülltonne, was? Nur, was habe ich denn in dem Bild gesehen? Ein Grafikfehler? Das ist die plausibelste aller Möglichkeiten. Was war das denn? Uh-oh. Hallo, ist da jemand? Da war jemand. Dort ist jemand gewesen. Er hat irgendwas beim Müllcontainer gemacht. Okay. Dieser Müllsack, hat er ihn eben reingeworfen? Leichenteile, Leichenteile, Leichenteile. Fühlt sich weich und warm an. Wackelpudding, Wackelpudding, jetzt fühle ich schon im Müll herum. Hey, das hast du vorher auch nicht machen wollen und jetzt ist es nötig. Ich hab gesagt, du bist Reporter. Aber ich muss nachsehen, was im Beutel ist. Mein Gott. Cool, dass Gott in einen Sack passt. Na, im Beutel sind... Yes! Feiert mich als euren Gott! Mann, bin ich gut! Leichenteile! Da hat wohl jemand was entsorgen wollen. Hall. Oder soll das Halt heißen? Nee, hat. Hat er das getan? Wenn ich nichts unternehme, entkommt er. Ja. Darf ich mich dann wieder bewegen? Das ist verrückt. Ich begebe mich in große Gefahr, wenn ich ihm folge. Aber die Polizei würde nicht rechtzeitig da sein. Och nö, nicht wirklich, oder? Ach. Wo zum Teufel bin ich? Versteckt er sich dort? Ich kann mich noch nicht bewegen, Leute. Ich sag's nur, das ist alles Skript. Oh, ja, Waffe. Sehr gut, nimm die Waffe, nimm. Ein Eisenrohr, dankeschön. Das schreit geradezu nach erstem Kampf, Leute. Was kommt? Punkt, 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 kommt. Reiß dich zusammen, kommt. Oh, was kommt jetzt? Kommen Sie dort raus, sonst... Scheiß Katze, verdammte Katze, echt ey. Okay. Ah, da haben wir's. Was ist das für ein Balken? Ist das mein Zuschlagbalken? Sieht so aus. Okay, Moment. Ich verstehe das Kampfsystem noch nicht so ganz richtig. Aber ich tippe mal, wenn ich mit Leertaste zuhaue, während ich das Vieh angucke. Aua. Dann macht das doch einen guten Effekt. Hi! Das Biest haut eine Sekunde lang eine Richtung ab, wenn ich zuschlagen will. Und dann geht mein Schlag ins Leere. Yes, sehr gut. Irgendwie hat's funktioniert. Und es ist tot. Was ist das überhaupt? So ein Tier habe ich noch nie gesehen.
Sieht aus wie so ein kleines Doom-Monster oder sowas in der Art. Nee, was ist ein gutes Monster dafür? Oh, jetzt fällt mir keins mehr ein, verdammte Scheiße. Ja doch, in Silent Hill gibt es diverse Viecher, die so klein sind und so aussehen. Ich glaube so hier Silent Hill 3, diese kleinen Krabbler, die auf dem Boden unterwegs sind. Gab's die da? Oder war es Teil 2? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ist das überhaupt ein Tier? Ich hoffe es doch. Ja klar. Ich muss die Polizei benachrichtigen. Das klingt nach einem Plan. Und ich wette, die Leiche wird nachher verschwunden sein. Mrs. Ryan ist ziemlich beunruhigt. Wissen Sie schon was genaueres? Nicht ohne den Befund der Gerichtsmedizinerin. Aber es sieht so aus, als ob es sich bei der Leiche um einen Mann handelt. Aha, also wenigstens nicht ihre Tochter. Das wäre ziemlich brutal, die Leiche ihrer Tochter hier im Müll zu entsorgen. Oh, das wäre der schlimmste Tag in ihrem Leben. Ich möchte Ihnen noch was zeigen. Was denn? Es ist gleich im Garten gegenüber. Wenn es nicht weg ist. Nein, es ist natürlich weg. Wer hätte es gedacht? Was wollen Sie mir zeigen? Ja, es ist nicht mehr da. Wie ist das möglich? Die Leiche ist weg. Nun? Nichts. Ich denke, ich habe mir nur was eingebildet. Sie sollten sich nach dem Schock ein bisschen ausruhen. Ja, vermutlich haben Sie recht. War es nur Einbildung? Haben wir uns mit einem imaginären Monster geschlagen? Das und gleich mehr nach dieser Schriftpause. Es kommt mir immer noch wie ein Albtraum vor. Habe ich mir dieses Wesen nur eingebildet? Nein, meine Verletzungen sind real. Hat jemand die Leiche weggeschafft? Vielleicht hat das Wesen etwas mit dem Verschwinden zu tun. Es bringt jetzt nichts, darüber nachzudenken. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Tja. Was ist denn unser nächster Schritt, Dave? Ich werde mir den Schuppen nochmal bei Tag ansehen. Vielleicht gibt Mrs. Ryan mir den Schlüssel. Außerdem möchte ich mich bei der Polizei nach der Leiche erkundigen. Ich finde das sehr gut, dass das Spiel mir sagt, was ich tun soll. Ich meine, okay, es ist so ein Spiel wie Silent Hill, muss man immer rausfinden, oder wie Calm Falls, was man tun muss, an welchem Ort. Man muss einfach erkunden und testen, was geht. Aber wenigstens gibt es eine generelle Richtung vor. Dass mir immer gesagt wird, ich muss zur Polizei und ich muss zu Mrs. Ryan nochmal. Weil wir wollen diesen komischen Tunnel ja nochmal ansehen. Nicht wahr, Mrs. Gastgeberin? Falls Sie später als 22 Uhr zurückkommen, bitte ich Sie, die Haustür wieder abzuschließen. Ich werde daran denken. Okay, ist es schon wieder spät am Tag? Ich dachte, wir wollen tagsüber unterwegs sein. Ja, das sieht tagsüber aus, sehr gut. Ja, da oben ist nichts, da links ist nichts, also gehen wir weiter. Wenigstens ist Dave ziemlich flink auf seinen Füßen. In die ganzen Sachen hier müssen wir nicht rein. Ich weiß allerdings nicht, wo die Polizei ist. Müssen wir noch suchen. Hallo Kinder, wie geht's euch? Genau, fragen wir es einfach mal. Hallo. Nee, das Bild haben sie noch nicht gezeichnet. Schade. Keine neuen Dialogoptionen. Ob sie vielleicht einen großen bösen Nacktmull hier irgendwo im Hinterhof rumlaufen sehen haben. Oder dessen Leiche, kann ja auch sein. Nee, das ist garantiert nicht die Polizei. Was mache ich denn hier gerade für einen Scheiß? Das hier sieht polizeilich aus von den Autos her. Das heißt, das hier ist die Polizei. Dann fragen wir doch erstmal nach Polizei. Guten Tag, ich möchte mich nach der Leiche erkundigen, die gestern gefunden wurde. Welche Leiche? Ach ja, Sie haben die Leichenteile gestern gefunden, oder? Ja, und ich möchte es Mrs. Ryan nicht zumuten, sich unnötigen Stress auszusetzen. Ich werde der Gerichtsmedizinerin Bescheid sagen. Gehen Sie so lange in den Warteraum dort rechts. Okay, machen wir. Was liegt denn da? Das sind anscheinend Ermittlungsakten über die Vermisstenfälle. Der Privatdetektiv nimmt sich was mit. Einer der Vermissten, Jim Brianna oder Jim Sryan. Ich habe keine Ahnung. Bryans, das könnte Bryans sein. Jim Bryans. Hat in einem Lagerhaus gearbeitet. Ich sollte mich dort mal umsehen. Natürlich, wo sonst?
Dann setzen wir uns mal hin und warten eine Runde, oder? Was hast du da gefunden? Ich bin mir sicher, dass es zwischen den ganzen Vermissten einen Zusammenhang gibt. Etwas, das sie verbindet. Bisher nicht, das stimmt. Wahrscheinlich bin ich einer ganz großen Sache auf der Spur. Die Vermissten, das seltsame Wesen. Diese Story wird nicht an die mich an die Spitze katapultieren. Alter Egoist. Oh, eine Person mit Bild. Interessant. Catherine. Nicht Captain Catherine Janeway, nein. Auch wenn die Frisur doch, außer die Farbe, doch recht nah rankommt. Hallo, ich bin Catherine. Sie wollten mich sprechen? Mein Name ist Dave Shirlington. Sind Sie die Gerichtsmedizinerin? Jupp. Ich habe gestern die Leichenteile gefunden. Können Sie schon sagen, um wen es sich handelt? Ich könnte es schon. Aber die Ermittlungen sind natürlich Verschlusssache, bis einige Fragen geklärt sind. Können Sie keine Ausnahme machen? Ich möchte nur wissen, ob es einer der Vermissten ist. Wieso interessiert Sie das denn? Sind Sie einer der Angehörigen? Nein, ich bin Journalist und arbeite an einem Artikel über die Vermisstenfälle. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich kann mich noch an die letzten Schlagzeilen erinnern. Ihr Presseleute habt ja sehr objektiv über unsere Ermittlungen berichtet. Ich möchte keine von diesen reißerischen Boulevardgeschichten schreiben. Mein Artikel wird sich nur an den Fakten orientieren. Ich verspreche es Ihnen. Bitte, sagen Sie mir nur, ob es einer der Vermissten ist. Komm schon, Süße. Meinetwegen. Ja, es ist einer der Vermissten. Aber mehr sage ich nicht. Danke. Sie sind nun, sind wir nun fertig? Ich möchte weiterarbeiten. Ja, mehr Fragen habe ich nicht. Na? Wenn Sie sich nicht an Ihr Versprechen halten, komme ich persönlich in Ihre Redaktion vorbei. Ich kann sehr unangenehm sein, wenn ich wütend bin. Okay, Schätzchen, ist gut. Das merke ich mir. Die ist ja wirklich reizend. Wenigstens hat sie mit uns gesprochen. Alte Zeitungsartikel und eine Maschine, ne? Genau, eine Getränkemaschine, oder wie man das denn nennt. Ich glaube, wir haben ja sonst weiter nichts zu tun. Solche Spiele von RPG-Makern sind in der Regel nicht sehr ich-suche-jeden-Raum-auf-mäßig, wenn schließlich haben wir den Räumen nichts zu suchen. Dafür müsste man Gegenstände einprogrammieren und solche Sachen. Ein Kiosk und ein See. Oh je, das erinnert mich sehr, sehr stark an Final Fantasy, was laber ich da? An Silent Hill 2, wo man den See überqueren musste, um ins Hotel zu kommen, ja. Na gut. Dann gehen wir doch nochmal zu Mrs. Ryan. Gucken, ob sie zu Hause ist. Ja, ist sie. Entschuldigen Sie, dass ich nochmal störe. Das macht nichts, Mr. Shirlington. Ich möchte mir den Schuppen mal ansehen. Ist das Ihnen recht? Der Schuppen? Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, seit ich den Schlüssel verlegt habe. Verstehe. Kann ich die Tür dennoch versuchen aufzukriegen? Ja, wie Sie wollen. Wenn Sie wollen, können Sie die Tür auch aufbrechen. Im Schuppen ist sowieso nichts Wertvolles. Das Schloss ist aber ziemlich stabil. Ohne Brecheisen werden Sie es nicht aufkriegen. Vielen Dank. Okay. Kann ich hier rumgehen? Nee, ich kann das Haus durchqueren. Jetzt ist die Frage, finden wir irgendwo da draußen auch so ein Brecheisen? Oder muss ich das irgendwo erst besorgen gehen? Ohne Brecheisen kriege ich die Tür nicht auf. Ja, das haben wir schon gehört, aber... Gut, das bedeutet, wir müssen in einen der Läden gehen und da ein Brecheisen kaufen. Okay, do. Begeben wir uns doch mal ganz fix auf den Weg. Kann ich mir vielleicht sagen, wo ich ein Brecheisen kriege? Der Schlüssel ist mir irgendwann mal in den Abfluss gefallen. Ach so. Ja, okay, das passiert. Kann passieren, was willst du da machen? Ich kann noch mal versuchen, hier zu klingeln. Anscheinend wollen die Leute nichts mit mir zu tun haben. Na gut. Du gibst zu schnell auf, Shirlington. Was hat dir dein Chef gesagt? Wenn die Leute Nein sagen, dann heißt das Ja. Allgemeine Regel für Menschen. Nicht nur für Frauen. Ich beziehe mich damit auf die gesamte Menschheit. Das hier war was? Genau, das war für elektrische Geräte. Das heißt, wir gehen mal... Oh, Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht finden wir hier ein Werkzeug. Werkzeuge der Bauarbeiter.
Was ist das? Nichts Besonderes. Bei Tag erkennt man auch besser, dass da unten wirklich Elektrokabel offen rumliegen. Ist natürlich nicht uninteressant. Aber hier scheint sonst nichts zu sein, was irgendwie nach einem Brecheisen aussieht. Also gehen wir erstmal weiter. Zu dem Laden hier? Ne, das war die Bar. Ich glaube nicht, dass mir die Bar irgendwas bringt. Ich kann es nochmal versuchen. Vielleicht hat der Barkeeper ja einen Tipp für mich. Ne, wir wollen nichts trinken. Was für Läden haben wir hier noch? Hier unten war nix. Hier geht's ja aus der Stadt raus. Wo finden wir jetzt ein Brecheisen? Hier vielleicht? Hallo, du da. Ich möchte ein Brecheisen kaufen. Hey, bin ich richtig? Das macht dann $30. Ja, gerne. Gekauft. Dankeschön. Das meine ich mit, wir müssen die Spielwelt erkunden. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich das Brecheisen finde. Ich muss erstmal den Laden selber nochmal aufsuchen. Und wenn ich vorher nicht in dem Laden drin war, um zu wissen, dass es überhaupt ein Laden ist, dann suchen wir länger. Die Musik ist nicht schlecht, aber irgendwie wird sie jetzt mit der Zeit doch ein bisschen anstrengend. Naja, bei so einem Spiel sehr viel einbauen ist auch nicht unbedingt Intos möglich. Das speichern wir mal ganz kurz. Und versuchen unser Glück. Ohne Brecheisen, ja, deswegen. Ja, stimmt, wir müssen es ja benutzen. Eisenrohr. Warum kann ich nicht das Eisenrohr benutzen? Ist das wirklich so instabil? Brecheisen. Ach, jetzt ist offen, okay. Das sieht gut aus. Blut. Aber es sieht schon alt aus. Es rinnt. Ich habe keine Ahnung. Es stammt. Ah, stammt. Es stammt sicherlich weder vom Wesen noch von der Leiche, die es im Müllcontainer geworfen hat. Okay, vielleicht von einer vermissten Person? Ich denke nicht, dass ich diese Platte öffnen kann. Selbst mit dem Brecheisen nicht. Okay. Okay, dann sehen wir uns mal ein bisschen um hier. Das sieht nur noch Farbtöpfen aus. Ja, einmal mit Farbe. Was ist das hier? Nur ein Schrank mit nichts Besonderem. Und ansonsten kann ich hier nirgendwo langlaufen. Na gut, müssen wir wieder rausgehen. Vielleicht können wir Mrs. Ryan was erzählen davon. Mrs. Ryan, bring me a dream. Nein, 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 ich hab da Blut gesehen in ihrem Schuppen. Okay, sie will uns darüber nichts erzählen. Was machen wir denn jetzt? Ich kann hier nirgendwo weiter sonst gehen. Ich habe nur eine Vermutung. Eine normale Wand. Ja, um wie viel wollen wir wetten? Kann ich nichts von benutzen. Das ist keine normale Wand, deswegen, also... Das haben wir schon auf dem Bild gesehen, dass es keine normale Wand ist, wahrscheinlich, aber... Ach, man kann auch von der Seite reingehen, okay. Ansonsten kann ich hier nichts machen. Kriege ich nicht auf. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal der Polizei melden gehen. Vielleicht möchte das Spiel das uns auf diese Art und Weise ausdrücken. Ist noch irgendwas im Müllcontainer vielleicht? Nö. Na gut, dann bin ich hier wohl falsch. Okay. Ich hätte gedacht, jetzt kriege ich wenigstens einen Hinweis, wo ich als nächstes hin muss. Na gut, dann gehen wir nochmal zur Polizei und sagen denen Bescheid, dass da Blut ist. Vielleicht ist das ja das Richtige. Ich habe Blut gefunden, meine Dame. Möchten Sie noch etwas... Genau, möchten Sie noch etwas, Mr. Shirlington? Nein, ich denke nicht. Dann denkst du falsch, Shirlington. Denk doch mal mit, da ist Blut gewesen. Warum ist das Blut nicht interessant für dich? Irgendwas mache ich falsch. Aber was... Ich könnte noch mal vorbeischauen, wo wir dieses komische Wesen erschlagen haben. Vielleicht finde ich da noch irgendeine Spur. Jetzt ist die Frage, wo ist das? Eigentlich hier rechts irgendwo weiter, oder? Im Garten von dem Haus? Nee, ich komme aber nicht hier hin. Komme hier auch nicht lang. Hier sowieso nicht, man kann niemals in der Botanik irgendwo lang gehen und der Spielplatz ist sicherlich nicht
allzu interessant für uns. Nein. Was machen wir jetzt? Mit Blumenerde und dem Teich können wir sicherlich nicht sehr viel anfangen. Kann ich über den Zaun da draußen rüberspringen? Wäre ja möglich. Entschuldigt. Nee. Kann ich nichts mit anstellen hier. Okay, dann gehe ich nochmal ins Hotel. Ich habe jetzt gerade alles getan, was geht. Glaube ich. Hm. Was steht da eigentlich? Ah ne, das kann ich ja nicht untersuchen. Ist das Bild vielleicht jetzt weg? Auf magische Weise entschwunden. Nö. Immer noch da. Und ich möchte nicht von Bienen gestochen werden. Okay. Dann ist dieser Schuppen wohl erstmal tabu. Was machen wir jetzt? Na, ich gehe erstmal ins Hotel zurück. Aber vielleicht kann ich ja nochmal in dieses innere Zielgebiet hier reingehen jetzt. Ja, jetzt kann ich hier lang gehen. Okay, was ist denn hier überhaupt? Etwas Verschlossenes, etwas nochmal Verschlossenes. Oder lässt sich zumindest nicht öffnen. Großer Container und... Ach ja, genau, zum Lagerhaus sollte ich noch gehen. Habe ich ganz vergessen, ich Idiot.